Das war knapp. Die Schwerkraftdämpfer sind aktiv. Wir sind in der Luft. Ganz schön große Tier. Mach dir nicht ins Hemd. Final Echo hat Überbrückungscodes für sämtliche Konföderationstechnologie. Die Brücke wird das mitbekommen. Richtig. Also beeilen wir uns lieber. Lasst euch nicht sehen. Und schon haben sie uns gesehen. Überraschung, Freunde! Wer sind diese Wichser? Die Echo Shock Trooper. Serranos Geheimarmee. Die Hurensöhne sind echt tough. Das muss man ihnen lassen. Dank mir? Ich hab sie mitentwickelt. Und den Verräter! Effizientes Töten, das gefällt mir. Na, das waren viele gute Männer, die ihr gerade getötet habt. Aufrechte Soldaten, die ihre Pflicht getan haben. Aber sie standen zwischen euch und mir. Da ist es natürlich in Ordnung, sie umzubringen, nicht wahr? Der Code ist ungültig, er hat uns ausgesperrt. Wenn ich dich reinlasse, Trish, willst du dich dann auf Papas Schoß setzen? Scheiß auf den alten Sack. Ich weiß einen anderen Weg. Hilf mir mal. Ich öffne die Tür von der anderen Seite. Lüftungsschächte. Ich glaube, ich könnte diese Tür öffnen. Wischka ist doch schon... Sie ist los, um Serrano zu töten. Sie wird uns hier nicht rausholen. Ja, das passt zu ihr. Schließe die Konsole kurz. Ist ein Versuch wert. Du müsstest dich mal selbst sehen, wenn du das machst. Du siehst wie ein verdammter Trottel aus. Ich habe die Tür aufbekommen. Na schön, du hast die Tür aufbekommen, aber dabei wie ein verdammter Trottel ausgesehen. Wo ist denn Trishka? Hat sie es vielleicht eilig, zu ihrem lieben Papa Serrano zu kommen? Ich habe mir einen Scotch genehmigt. Und spiele voller Vorfreude auf dich schon, ungeduldig an meinen Eiern rum. Der Echo-Kodex verlangt, dass ich selbst Rache nehme. Scheiß auf den Echo-Kodex. Die Kleine versinkt im Blutrausch. Halt! Shit! Sie hat sich entschieden. Konzentrier dich auf das aktuelle Problem. Ein Kontakt ist in
mit Dorado an. Schichtkontakt, das hat der Person in der Nähe. Serrano verkrochen. Ich hacke die Tür. Versuch dir diesmal keinen Stromschlag zu verpassen, du Trottel. Nein, ich habe beim letzten Mal den Code ausgelesen. Gib mir Deckung, während ich ihn eingebe. Ich passe auf dich auf. Ich habe jede Menge Feuerkraft. Sie haben tapfer gekämpft, diese harten Männer. Wie verwundete, in die Enge getriebene Wölfe. Sie waren dreck, sie waren verlaust und haben gestunken. Und ich habe sie geliebt! Seht ihr Verstand? Douglas MacArthur, ein echter Krieger! So etwas findet man heutzutage überhaupt nicht mehr! Oh! Hallo, meine Schöne! Rick, Sie kommen von rechts! Und den Verräter! Keine Eile, Mann! Nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst! Das ist ein komplexer Vorgang! Das war's! Okay, ich hab's! Und ich hab Heavy Echo erledigt! Wir sind echt ein perfektes Team! Keiner dieser Loser kann sich mit Dead Echo messen! Verloren, Gray! Die Kleine war schneller! Hast du meinen Vater getötet? Ich wollte es dir schon immer geben. Und jetzt bin ich der Gefickte. Nach allem, Hast was... Hast du meinen Vater getötet? Natürlich! Ganz langsam, Pusteblümchen. Willst du nicht wissen, wer den Abzug gedrückt hat? Das ist der Hammer! Dead Echo. Und ganz vorneweg, der miese Wichser da. Er hat auch meine Crew und dein Final Echo Squad getötet. Du. Wow, okay. Du hast jedes Recht, mich zu töten. Aber Serrano hat uns benutzt. Uns alle. Er hat uns über die Ziele belogen. Deshalb sind wir desertiert. Deshalb habe ich die Ulysses angegriffen. Ich dachte, durch Serranos Tod könnte ich Wiedergutmachung leisten. Aber ich habe nur meine Freunde getötet. Hör auf! Denk nach!
Genau das will Serrano. Er will dich doch nur manipulieren. Ich habe noch nicht mal damit angefangen. Ich habe keine Kontrolle mehr. Wo ist es? Ich hab nämlich ich. Tut mir leid, Gray. Das bin ich. Er zwingt mich, dich zu töten. Er wirkt den Wichser. Brich ihm den Hals. Getötet vom Sandkastenfreund. Die Erfüllung meiner Träume. Als Maschine, du kannst die Kontrolle durchbrechen. Die AI. Nein, ich kann es nicht aufhalten. Zwing mich nicht dazu. Ich gebe dir nicht die Schuld. Na schön, Gray. Ein letztes Mal. Was verdammt? Du dummer Affenarsch. Du, was dein Papa sagt. Jetzt bezahlst du für alles, was du uns angetan hast. Junge, du wirst wie ein fettes Schwein verrecken. Du hast uns zu Monstern gemacht. Rell war ein Kriegsheld. Und du hast ihn Unschuldige ermorden lassen. Ich hab euch Männern Arbeit gegeben. Mehr nicht. Ja, tut mir leid, wenn sie nicht deinen moralischen Ansprüchen genügt hat, Prinzesschen. Das war's, Kleiner! Ich wusste, der kleine Wichser versagt, wenn's hart auf hart kommt. Du wolltest die doch nicht etwa. Du bist keine letzten Worte wert, du jämmerlicher Haufen. Ray! Easy! Halt durch! Erledige ihn. Für Dead Echo. Du miese Drecksau! Was für ein Wichser! Ihr zwei seid wirklich die dämlichsten Wichser aller Zeiten! Scheiß drauf! Es gibt bessere Mittel und Wege! Und habe alles verloren! Ich komme, Serrano! Ich komme, um dich zu töten! Ist mir egal, was ich bin. Fischka! Alles wird gut, Süße. Ich bring dich heraus. Ist er... Ist Serrano... Serrano ist tot. Und er hat echt gelitten. Er hat für jedes seiner Opfer bezahlt. Für jeden Unschuldigen, den ich töten musste. Ich weiß, er hat dich manipuliert, Gray. Ich weiß es. Ich gebe dir nicht die Schuld. Du bist ein wertloser Niemand, Junge. Oh, shit. Du weinst es. Süßholzgeraspel pubertiert. Nein!
hätte gedacht, dass ein Weltraumpirat so viele Leben hat. Noch einen Crash überlebt, noch einen Sturz, noch einen Fehlschlag. Ray, tut mir leid wegen Ishii. Wirklich. Er war mein letzter Freund. Ich habe ihn getötet. Wie alle anderen. Oh, verdammte Scheiße! Ja, das kann man wohl sagen. Mitten rein in die nächste Katastrophe. Und startklar. Vielleicht steht ja auch noch dein Name drauf. Moment mal. Was? Die Ulysses. In den Abwurfröhren waren noch Fluchtkapseln. Wir haben nicht genug Schub. Wenn wir im richtigen Moment starten, könnte uns die Detonation zumindest aus der Atmosphäre schleudern. Wir zünden die Schwerkraftumkehr und lassen uns von der Druckwelle der Ulysses von diesem Planeten katapultieren. Wir versuchen es. Oh, verdammt! Die Heavy-Echo-Typen hatten dieselbe Idee. Na los, die dürfen die Kapsel nicht vor uns erreichen. Los! Das Ganze ist nur ein Behelfsplan und wird vermutlich nie im Leben funktionieren, nur damit du es weißt. Das weiß nicht. Und außerdem haben wir auch nichts zu verlieren.
bin echt überrascht, dass ich noch atme. Das war eine beschissene Erfahrung. Ich habe dabei alle meine Freunde verloren. Und du? Du hast allen Grund, mir den Tod zu wünschen, Trishka. Wir sind Freunde, Gray. Hör damit auf, Hunt. Wie gesagt, ich weiß, was Serrano getan hat. Mir ist klar, dass er ein wahnsinniger Psychopath ist. Ich weiß, es war nicht deine Schuld, Gray. Das meine ich ernst. Du irrst dich. Das alles ist meine Schuld. Ich an deiner Stelle hätte Serrano auch tot sehen wollen. Er hat dich zum Morden missbraucht. Rell, Oliver, Ishii. Sie sind mir gefolgt. Ich hab sie auf dem Gewissen. Also sind sie dir gefolgt, um den Mann zu töten, der auf ihre Leben geschissen hat. Er ist mir entkommen. Und? Wie wirst du das gerade biegen? Sir, er ist wach. Wird auch Zeit, verdammt! Sieht er... Der wenigstens besser aus als ich. Die Scheiße, die ihr mit mir gemacht habt, ist erbärmlich. Sir, General, wir haben unser Bestes gegeben. Ihre Beine waren matsch, ihre Organe waren, also, sie waren zerquetscht. Nichts, womit wir arbeiten konnten. Schnauze, Schwachkopf! Ich bin nicht hier, um mir noch mehr Entschuldigungen anzuhören. Verdammt nochmal, weckt ihn auf! Hey, du. Wie fühlst du dich, Sushi-Wichser? Hast du Gott gesehen, als du weg warst? Gott ist